hast du hier? Weihnachtsfeier. Hallo. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Erzählt doch mal. Ich bin Michael. Ich bin Christine und für die Adventszeit haben wir uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Jeden Abend 18 Uhr gibt es von uns ein Adventskalendertürchen und dahinter ist ein Video mit einer kleinen Geschichte oder einem Q&A zu Fragen, die ihr in den letzten Tagen und Wochen und Monaten bei Facebook, Instagram oder hier auf YouTube gestellt habt. Und heute soll es um folgende Frage gehen. Kannst du mal einen kleinen Werkstattrundgang machen? Was ist hinter der Kamera? Und was ist immer auf Lager? Was wird gekauft, wenn es gebraucht wird? Und was ist halt immer auf Vorrat da? Ich muss dazu sagen, ich habe hier die letzten 3 Wochen ausgemistet, umsortiert, ein bisschen umgebaut, aufgeräumt. Das heißt, so wie ihr die Werkstatt jetzt gleich seht, so kennt ihr die gar nicht. Es hat sich schon ein bisschen was geändert. Es wird sich die nächsten Wochen und Monate möglicherweise noch ein bisschen mehr hier drin ändern. Da geht es hauptsächlich darum, das so ein bisschen auch für das Filmen so ein bisschen besser zu gestalten. Also zum Beispiel, dass besseres Licht hier drin ist, mehr Licht, dass einfach das Filmen ein bisschen besser geht und so weiter. Ja, Christine, ich würde sagen, während ich den Leuten jetzt schon mal meine Werkstatt zeige, räumst du mal hier deinen ganzen Scheiß von meinem Frästisch runter, wa? Aber ich hab doch Weihnachtsfeier. Fangen wir neben der Tür an, hinter der Tür. Da habe ich Stahlbleche, hier habe ich Schweißgas, bisschen Bosch-Profil, was über ist, habe hier Karosseriebleche, meine Laufradsätze. Eine Kiste mit so lauter Zeug fürs Funkgerät. Meine Handkreissäge, die ich so gut wie nie benutze. Die ganzen Koffer von meinen Werkzeugen. Dann habe ich hier jede Menge Holzplatten. Das sind so, ich sag mal, mein Holzlager. Kleinere Platten, größere Platten. Schönes Stückchen Eichenholz, was ich für irgendwas bestimmt mal wieder benutze. Und da oben die kleinen Sachen. Hier habe ich das Kunstleder drin. Dann habe ich hier ein Regal mit lauter Krempel drin. Hier habe ich zum Beispiel Kabel. Ein Quadrat, 2,5 Quadrat, verschiedene Farben, verschiedene Querschnitte. Da habe ich immer so einen gewissen Grundstock da, um Elektrik verlegen zu können. Dämmung, Webasto-Zubehör, irgendwelche Metallreste, irgendwelche Platten, irgendwelches Material, was man vielleicht mal brauchen kann. Stoffe, Textilien, was so über ist. Ja, und dann hier bei Christines Weihnachtsfeier. Da haben wir erstmal den Kalender, nach dem ihr alle immer fragt. Der Kalender ist auf 2018, weil es halt einfach ein wunderschönes Bild ist. Genauso wie das vom Oktober 2018. Und hinter der Sitzbank, das ist quasi eine, ja, wenn man mal eine Pause macht oder wenn Christine eine Weihnachtsfeier hat, dahinter habe ich die Sitzbank vom Jeep, die ist in dem Regal drin und auch die ganzen Teile, die ich aus dem Jeep ausgebaut habe, damit ich halt, wenn ich das will, die Sitzbank und den ganzen Zeug wieder einbauen kann. Dann habe ich hier noch eine kleine Werkbank, da habe ich so ein Labornetzteil und meinen Lötkolben und natürlich die Weihnachtsdeko. Mein Rennrad und unser Tandem, Kappsäge, Schleifbock, meine Stichsäge. Ja, hier ist im Prinzip die erste große Neuerung, nämlich aus dem Frästisch, der bisher nur aus der Platte bestand, habe ich jetzt einen Frästisch gebaut mit einem Gestell drunter. Das heißt, ich habe einfach die Platte, die ich sonst immer an der Werkbank festgespannt habe, habe ich jetzt einfach auf das Gestell geschraubt. Und der Frästisch, das ist eigentlich nur eine Holzplatte. Und hier ist eine Kunststoffplatte eingelassen, die ist aus POM oder irgend sowas, irgendwas, was gut gleitet. Und da ist hier einfach die Fräse von unten gegen diese Kunststoffplatte geschraubt
Mehr ist es eigentlich nicht. Und für die Höhenverstellung benutze ich halt einfach die Höhenverstellung der Oberfräse, die Feinverstellung oder halt die grobe Verstellung. Das Kabel habe ich hier fest verlegt und es geht hier zu diesem Schalter, wo dann hier im Prinzip einfach ein Verlängerungskabel eingesteckt wird und dann kann man den hier einschalten. Und der Schalter hier, der ist wichtig, wenn ihr euch so eine Fräse, so einen Frästisch selber baut, baut euch so einen Schalter dran. Das ist ein Sicherheitsschalter. Wenn der Strom ausfällt oder zum Beispiel die Sicherung rausfliegt, wenn ihr jetzt hier arbeitet, die Sicherung fliegt raus, ihr lasst das Werkstück einfach auf der Fräse liegen, tut die Sicherung rein, dann geht die wieder an und dann fliegt halt das Werkstück umher oder irgendwer anders ist gerade dran und fräst sich dann in den Finger. Und dafür ist der Sicherheitsschalter da, weil der schaltet dann automatisch ab. Das heißt, ihr schaltet den mit grün ein, mit rot aus. Und wenn der eingeschalten ist und der Strom, der hier reingeht, ausfällt, dann schaltet der im Prinzip automatisch ab. Und dann müsst ihr halt wieder einfach neu einschalten. Dann funktioniert er wieder. Und somit kann sich halt niemand verletzen. Was auch neu ist, ist die Wand hier. Da habe ich jetzt meine Lochsägen. Das Zubehör für die Fräse, meine ganzen Fräser habe ich hier, die ganzen Zangen für Elektrogeschichten, Niezange, die Kartuschenpresse, meine Hämmer, Schraubendreher, Abzieher, die man halt so braucht, Messer, Schere, Schraubendreher, Durchtreiber, Meißel. Dann habe ich hier Messwerkzeug, hier meine Maul- und Ringschlüssel, die ich auf vielfachen Wunsch an einzelne Personen aufgefüllt habe. Sägen, Stifte. Hier oben habe ich Lacke. Im Prinzip alles, was man so zum Lackieren von Metall braucht. Brandokorux, diverses anderes Zeug, Overtrol. Und hier drüben habe ich Lacke für Holz und so weiter. Dann habe ich hier unten mein Schweißgerät. Dann habe ich hier Stechbeitel, Schleifpapier. Feilen, noch mehr Feilen und hier beim Bohren zum Unterlegen irgendwelche Kunststoffe. Dann habe ich hier im Eck meine Schraubzwingen, Akkuschrauber, diverses Elektrowerkzeug. Ja, da habe ich so Ringkabelschuhe, Flachsteckhülsen, Aderendhülsen, Schrumpfschlauch, alles was man so braucht. Man die Elektrik verkabelt, verschiedenste Kleber, verschiedenste Fette, Spachtelmassen. Ich habe immer zwei Komponentenkleber da, ich habe immer Sikaflex da, ich habe immer Gaffertape oder doppelseitiges 3M-Klebeband da oder einfaches Malerkrepp. Sowas habe ich immer da. Selbstverschweißendes Isolierband, sowas wie Sprühkleber, sowas habe ich üblicherweise. Meistens nur Reste noch da. In dem Fall halt eine ganze Dose, weil ich halt relativ viel gekauft hatte. Dann habe ich hier meine Zwingen, die sind halt hier immer griffbereit. Kann ich nur empfehlen, die Dinger. Wenn ihr was verklebt oder so, sind die top. So, dann kommen wir hier zum Paradies. Hier habe ich alle Schrauben, was ich halt so üblicherweise brauche, das habe ich alles immer da. Hauptsächlich M8. Das ist alles M8 hier. Verschiedenste Längen und auch vernünftige Schrauben. Wie die hier mit einer Zinklamellenbeschichtung. Rostet nicht wie das Zeug aus dem Baumarkt. Verschiedenste Nieten. Nietmuttern in verschiedensten Größen. Muttern, U-Scheiben. Das meiste habe ich M6 und M8, das brauche ich am meisten. Ich habe aber auch M5, M4. Im Prinzip von allem so eine gute Handvoll, dass halt immer was da ist, wenn ich da halt irgendwas brauche. Dann habe ich hier verschiedene Holzschrauben. 4x40, 4x25, 4x20, was ich oft brauche. 3x16. 3x12, 3x25, 3x35. Das sind alles Größen, die ich eigentlich ständig brauche. Dann habe ich hier Blechschrauben, Blechmuttern, Einziehmuttern für den Möbelbau, Magnetschnepper,
Und vor allen Dingen, was man braucht, wenn man etwas neuere Fahrzeuge hat, sind diverse Klipse. Das hier sind zum Beispiel die vom Sprinter, von den Seitenbeplankungen. Hier oben habe ich dann noch diverse Lacke, also Sprühlacke und Grundierungen, Rostschutz, Grundierungen und sowas, Fluidfilm. Und ganz oben so Leisten, Latten, irgendwelche langen Aluprofile, Gewindestangen, alles was halt so lang ist, das liegt da oben. Und somit sind wir eigentlich auch schon einmal rum. Absaugvorrichtung hatte mich angefragt, habe ich noch nicht. Will ich seit ungefähr 2 Jahren bauen. Mache ich vielleicht auch irgendwann. Ansonsten war es das schon. Viel mehr habe ich nicht. Das war das Adventskalender-Werkstatt-Rundgangstürchen für heute. Morgen 18 Uhr gibt es das nächste. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.